Hi und herzlich willkommen in Gairanger. Man könnte meinen, hier der ganze YouTube-Kanal besteht gerade nur noch aus Norwegen-Videos. Aber ich bin eben heute auch mal wieder hier mit dem Schiff. Und zwar mit Aida Perla sind wir heute Morgen durch den Gairanger Fjord gefahren. Und jetzt möchte ich mit euch mal wieder wandern gehen. Ich habe mal den Bergbauernhof Skageflor im Blick. Von da sollten wir dann einen schönen Blick auch auf den Wasserfall der Sieben Schwestern haben. Also ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ob ich es wirklich bis Skageflor schaffe, das weiß ich noch nicht. Da sagen sie hier, das seien 2,5 bis 3 Stunden. Ja, und das ist ja hier wirklich norwegische Angabe. Das heißt, also wenn das die Norweger in 2,5 bis 3 Stunden schaffen, dann schafft noch nicht mal der fitteste Deutsche das in genau dieser Zeit. Das ist so meine Einschätzung dazu. Eben habe ich mich noch mit einem Wanderer unterhalten und da ging es eigentlich um das Thema Marathon. Und er meinte zu mir, the most important thing is to keep the pace. Also immer die Geschwindigkeit halten, nicht zu langsam und nicht zu schnell unterwegs sein. Und das versuche ich jetzt auch mal zu beherzigen. Der Weg hier ist auch ganz gut markiert. Eben habe ich noch so ein Steinmännchen gesehen. Und ansonsten folgt man dieser roten Markierung. Naja, und im Zweifelsfall einfach nur bergauf. Es wird ziemlich schnell ziemlich warm. Und ich frage mich gerade, wie das die ganzen Fjordbauern gemacht haben, die hier jahrhundertelang hoch und runter gekraxelt sind an den Felswänden. Ja, hier wurde doch noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts Landwirtschaft betrieben. Ja, und diese Fjordbauernhöfe, die waren eben lange Zeit nur über den Fjord erreichbar. Also dann ruderte man über den Fjord und dann an der Fjordwand begann dann der Aufstieg zu den Bauernhöfen. Die lagen so auf 250, andere sogar auch auf 450 Meter Höhe und von dort ging es dann noch mal einige hundert Meter hoch bis zur eigentlichen Alm. Also die müssen auf jeden Fall fitter gewesen sein als ich. Da sind wir heute Morgen her. Der Gairanger Fjord, der liegt ja wirklich sehr weit im Landesinnern. Da hat man vorher schon so um die 90 Kilometer in den Fjorden zurückgelegt, bis dann das Schiff einkehrt, sozusagen einfährt in den eigentlichen Gairanger Fjord. Im Moment kommt noch nicht so ganz so viel Wasser dort runter, in die Tiefe gestürzt an den Wasserfällen. Wir sind jetzt Ende Mai unterwegs und ja, vor 10 Tagen, da war eigentlich noch weniger von den Wasserfällen zu sehen. Es gab jetzt gestern noch mal ordentlich Regen. Hätte ich ja doch noch auf eine Flasche Wasser verzichten können. Lieber hier noch mal auffüllen am Wasserfall und dafür noch ein zweites Bierchen einstecken können. So langsam müssten wir eigentlich mal ankommen. Zumindest an der einen Setra, die hier angegeben wurde mit 1,5 Stunden Wanderzeit. Ja, die 1,5 Stunden sind jetzt in wenigen Minuten vorbei und hätte mich auch gewundert, wenn ich diese Zeit, die hier an einem norwegischen Wanderschild angegeben wird, unterbieten kann. Ah, sehr gut, ich sehe schon die ersten Hütten und die könnten ja genau zu dem Bauernhof gehören. Skageflor, wie gesagt, noch nicht, aber das könnte schon die Homlongsetra sein. Gut, ich habe mich gerade mit ein paar Wanderern unterhalten und die haben mir gesagt, ja, von hier bis Skageflor ist schon mal noch mal so eine Stunde. Also dann müsste ich ja sozusagen eine Stunde runter und eine Stunde wieder hoch. Aber ich werde jetzt mal ein Stück noch gehen, denn ich will ja auf jeden Fall den schönen Blick noch mit euch haben, da in Richtung der Wasserfälle, in Richtung der Sieben Schwestern. Trockenen Fußes komme ich hier vielleicht nicht rüber, aber wenigstens habe ich dann wieder saubere Schuhe. Wow, ja, das hat sich doch schon mal gelohnt. Den Blick auf die Sieben Schwestern. Ja, es ist ein bisschen windig, aber schön. Musik.
wirklich ein toller Ausblick, aber oh, mir war es da vorne dann doch ein bisschen zu kalt. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin ja da vom Schiff los, erstmal in Richtung Homlung. Da geht man sozusagen rechts da am Fjord entlang. Ja, da war ich vielleicht so vielleicht eine halbe Stunde unterwegs, aber ich glaube nur, weil ich so oft noch mit Gästen ein bisschen geschnackt habe. Und von dort habe ich dann hier hochgebraucht. Eine Stunde und ja, 50 Minuten würde ich jetzt mal tippen. Auch da, ich habe ja zwischendurch mal ein paar Bilder gemacht, aber das, denke ich, sollte man so ein bisschen auch einkalkulieren. Und das stimmt dann auch mit dem überein, was ich da unten an dem Schild gelesen hatte. Ja, und jetzt mache ich mich allmählich mal wieder auf den Weg zurück. Bin fast ein bisschen durchgefroren. Wir nähern uns dann dem Fjord und gute Neuigkeiten, zumindest für mich, denn die AIDA ist auch noch da. Ich war mir nämlich tatsächlich nicht mehr sicher, ob wir heute um 9 oder schon um 8 Uhr auslaufen, aber ich habe eh noch einen Zeitpuffer. Ja, die Wanderung, die wird als schwer da unten angegeben auf diesem Wanderschild. Ja, und das, ich würde auf jeden Fall sagen, anspruchsvoll. Gar nicht jetzt wegen der Kondition, also das geht. Ich finde, es ist halt vor allem beschwerlicher oder anspruchsvoller aufgrund hier des Bodens. Ja, ihr habt das ja gesehen, ne? Hier geht hier eben über Steine und Wurzeln. Also wenn es regnet, dann wird es auch schnell mal sehr glitschig. Und ich würde das auf jeden Fall auch nicht mit Turnschuhen machen. Ist wahrscheinlich möglich, aber ich schätze, danach tun einem die Knöchel ganz schön weh. Also da würde ich schon eher so Trekking- oder Wanderschuhe anziehen. So, jetzt mit dem Schiff hier im Blick habe ich dann doch mich noch entschieden, hier den windstillen Ort zu nutzen. Mit diesem ja wirklich tollen Blick nicht nur aufs Schiff und auf Geiranger, sondern auf der anderen Seite auch nochmal auf die Adlerkehren. Hier rauschen noch ein paar Wasserfälle runter, das höre ich zumindest von hier. Ja, und da habe ich mich entschieden, jetzt doch hier noch mein Bierchen zu öffnen. Muss ich ja nicht umsonst hier rumgeschleppt haben durch Geiranger. Ja, wie gesagt, eine schöne Tour, die kann ich wirklich empfehlen. Und dann empfehle ich auf jeden Fall noch bei dieser Homlung Setra weiterzugehen, auch wenn es ein bisschen schlammig sein kann, je nachdem, ob vorher Regen runterkam. Das war nämlich gestern der Fall hier bei uns. Und ja, dann vielleicht noch mal 10 Minuten weiter und dann hat man diesen schönen Blick dort auf den Sieben-Schwestern-Wasserfall. Genau, sicherlich ja so ein Highlight hier am Fjord. Und wenn es da nicht so windig gewesen wäre, wäre das einfach ein super Ort gewesen, noch ein Picknick zu machen. Aber gut, war heute nicht drin. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr dann auf Norwegen-Tour seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf hoffentlich ganz bald, eure Silvia Sonntag. Und ich sag mal zum Wohl. Skoll!